Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ihr habt uns wieder am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit Golfy Bird. So, und wir wollen nicht lange fackeln und wollen uns das Ganze doch mal ansehen. Ein wenig hat es ja vom Namen her und von der Optik was von Flappy Bird. So, und jetzt kommt das Lustige. Jetzt gucken wir mal, wie funktioniert der Spaß? Guckt mal an hier. Flaps. Flaps heißt das Flattern in dem Moment. So, passt mal auf, wir fangen nochmal von vorne an. Das erste heilige Loch mit 7 Flaps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zack. Haben wir goldenen Stern geholt. Habt ihr das verstanden, wie das funktioniert? Ganz einfach eigentlich. Wir spielen hier Flappy Bird sozusagen mit verschiedenen Golfoptionen. So, und zwar geht das so, wie das hier ausgeschildert wurde. Wir müssen immer ein Flap unter den Top bleiben. Hier 9 Flaps für einen goldenen Stern. Ich brauche bisher nur 8. Und dann funktioniert das ganze Spiel sehr gut. Ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt verstanden. Einmal nach links, einmal nach rechts. Mehr Flatteroptionen bleiben einem nicht. Ah, shit. Das habe ich schon verloren. Müssen wir nochmal von vorne anfangen. Pass mal auf. Wir müssen nämlich da hinten rein. Pass mal auf. Wir brauchen 4 Stück von den Dingern. Wir machen erstmal mit 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zack, geschafft. 14 Flaps besser als der Rest bisher. So, und sind direkt hier im Loch drin, so wie Tiger Woods. Das ist schon mal sehr schön. So, die Level werden natürlich immer anspruchsvoller und ich muss auch sagen, dass es eines der krassesten Spiele ist, die ich bisher so vom Flappy Bird gespielt habe. Wir brauchten statt 6 wieder nur 4 Flaps. Ich habe das Level vorher noch nie gespielt, muss man ganz ehrlich mal sagen. Das war jetzt ein dummer Zufall. So, jetzt sehen wir ja wieder, es geht nach links hoch. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2. Ah! Guck mal einen an. Nee, Mist, wir haben es nicht geschafft. Ah, das war zu kurzer Flap. So, wir versuchen das gleiche nochmal. Wir sollen eigentlich, oder ich will mir ja das Ziel setzen, unter den ganzen. Das klappt doch so nicht. Der Schwung. Ah, der Schwung ist zu dolle. Das gibt's nicht. Müssen wir nochmal versuchen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Und zwar in die Richtung. In aller Ruhe. Ihr seht das Problem, was es gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das war schon wieder zu weit. Wir hätten doch nur 15 machen dürfen. Also dieses Level wird schwierig. Ne, wir fangen mal rechts rum an. Pass mal auf. Jetzt versuchen wir mal hier. Oh, pass auf. Das gibt's nicht. Ich dachte, das haut genau hin mit den 16 Flügelschlägen. Komm schon, jetzt aber. Es ist nicht dein Ernst. 16 Flaps und wir sind wieder dran vorbeigeflogen. Komm schon. Ah, sogar besser gewesen. Statt 16 nur noch 15. Man muss auch mal ab und zu den unrealistischen Weg nehmen. Jetzt habe ich natürlich. Das ist ja schlecht. Muss ich doch mal gucken, wie das Level aufgebaut war. Ach, ich muss nach rechts hoch. Ah, wir schaffen es nicht. Neuer Start von vorne. Ich muss sagen, eine sehr interessante Variante, um Flappy Bird mal anders zu spielen. Habe ich so vorher noch nie, ist nicht dein Ernst, noch nie so gespielt. Komm, geh rein. Ja, wieder ein weniger. Statt 14 benötigten nur noch 13 Flaps. Das siebte Loch wird etwas schwieriger, glaube ich. Aber eigentlich dürfte es nicht schief gehen. Komm schon, mit genügend Schwung sitzen wir auch da mit den 4 Punkten immer noch in Führung. Zwar nicht genauso wie eben gerade, aber immer noch im goldenen Bereich. Und das kann man ja mal spielen mit Kumpels und kann sich ja gegenseitig mal dran messen, wer denn jetzt mit den wenigsten Flaps die meisten Punkte geholt hat. Oh, guck mal, das gibt's doch nicht. Komm schon. Ja, 14 statt 16, wieder mal geschafft. Und das ist eine kleine Herausforderung, die definitiv Spaß macht. Und man muss hier wie Tiger Woods wirklich voranmachen. Na komm schon. Nein, hängen geblieben. Also man darf auch nicht zu langsam oder zu schnell. Sonst rast man einmal drüber oder man kommt gar nicht erst so weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ah, nee, das war
schäbig, aber wir haben es trotzdem geschafft, mit 7 von 7 Flaps drinne gewesen. Eines der krassesten Umsetzungen vom Flappy Bird überhaupt. Alle Level mit dem Goldstern geholt. Vom Grassy, halt, Grassy Land. Das nächste ist das Raspberry Hills, Sticky Land, Portal, keine Ahnung und so weiter. Also da haben sich die Entwickler richtig Mühe gegeben und ihr braucht immer ein paar Sterne, um natürlich in das nächsthöhere Level zu gelangen. Daher ist die Herausforderung immer noch gegeben. Golfy Bird, eines der krassesten Spiele, der Golfball, der definitiv Flügel beweist. Und ich empfehle euch diese App ganz einfach kostenlos im Play Store herunterzuladen. Den Link findet ihr wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Viel Spaß damit und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Auf Wiedersehen.